Yo, da sind wir wieder im Duocast featuring Miss Made, ja? Das ist der neue Text. So, für den Cast ist es mehr ein Spiel. Oder ein Cast. Ein Casting. Ja, hier seht ihr nochmal die Buns. Max spielt wie gehabt Leona mit Ezreal-Kombo, die richtig nice ist. Letztes Game richtig gut geowned. Und ich werde gucken, was ich hier spielen kann. Und wir haben Treu schon mal da, das ist schon mal gut. Ihr seht ja Urgot-Pick. Time to report, I think. Ja, mal schauen. Bis gleich. Yo, jetzt sind wir im Ladebildschirm. Ich habe mich für Udi entschieden. Mehr Tankiness hier noch reinzubringen. Ich habe überlegt, Jax oder Udyr, wir brauchen auf jeden Fall CC. Jax bringt aufgrund des Stunts viel CC mit, aber Udyr kann dann mehrfach stunnen. Also zu vielen hin und her rennen und stunnen. Aber der Gegner hat natürlich auch ein richtig nice Team, muss ich sagen. Vi engage, Diana engage, Trash. Trash? Trash. Trash. Ja. Thrash engage. Und ja, muss man mal schauen, wie es läuft. Du hast Ezreal an deiner Seite, ich hoffe ihr und die Botlane. Und ich guck mal, wen ich helfen muss, wen ich helfen kann. Vi mit Ghost. Okay. Mal schauen, wie das läuft. Und ich finde, Max, du hast richtig viel Ähnlichkeit mit Schlachtenruf, Urgot. Ja. Und du hast Ähnlichkeit mit Thrash. Alter, ich glaube, ich muss ja sagen, es ist schwierig mit der Maus zu spielen, wenn du so eine Faust hast, wie Vi. Anivia. Anivia sitzt bei dir gerade im Käfig, die sind übelst ruhig. Ja. Anivia und Valor. Sind ganz schön ruhig jetzt, sie wurden gebannt. Smite less rats, please. Versuchen uns von den Golems zu töten. Klassische Route. Smite less red, blue. Countergank, top. Bei Weiß auch sehr schnell. Die brauche ich ihn beim Red Buff nicht zu ganken. Weil ich da glaube, Gefahr laufe, selber zu sterben. Mal schauen. Urgot Toplane ist eigentlich ein guter Pick, wobei ich am Anfang ja gesagt habe, dass der trollt, weil der unbedingt AD spielen wollte. Und war dann sauer. Hier, look my history, look my history! Kein Mensch interessiert's. Und hat dann einfach, nachdem Ezreal gepickt wurde, Urgot genommen. Aber ich denke, Toplane sollte er ganz gut sein, sollte er auch dann die richtigen Items holen, so tanky mit Frozen Heart. Sind wir gut unterwegs, wobei ich weiß nicht, wie Nidalee spielt. Wenn die AP spielt, ist Frozen Heart eigentlich nutzlos. Er weiß das, Max, verstehst du das? Brauchst du aus dem nicht schreiben? Oh, der ist übrigens angepisst, guck mal. Anivia, bitte klau mir keine XP, das wäre ganz nice. Danke. Max, ich bin Tiger. Tiger Stance, das ist. Boah, wie aggressiv ist ein Diana gleich? Ist ja übel. Ha? Die will so schnell wie möglich das. Wo hier? Ich muss gleich vielleicht Midlane kommen. Die will das Ei so schnell wie möglich brocken, glaube ich. Damit dann Vi kommen kann. Ja,
Ja, ich muss jetzt wirklich in der Mitte flashen, es tut mir leid. Ich muss meine Route verändern. Aha, okay. Ich hatte gesehen. Sowas ist natürlich richtig nervig, muss ich sagen. Italy tut einfach einen Trap dorthin, das ist Wahnsinn. Aber ich muss jetzt nochmal. Nee! Oh, das ist doch übelst dumm, ey! Fuck. Das war übelst behindert. Wieso Diana vor allem nichts gemacht hat, das habe ich nicht verstanden. Ah, wei, hallo. Du wolltest mich baiten, okay. Hätte ich auch chasen können und versuchen können, die zu töten. War mir aber zu heiß, weil ich weiß nicht, wobei war der Situation. Ich glaube, irgendwo rechts hingegangen. Ich versuche hier ein bisschen zu counter-jungeln. Ja. Ich glaube, die kommt zu euch irgendwie. Okay, ich counter-jungle dabei die ganze Zeit. Solltet ihr auch immer machen, sobald. Alter, vier Mann kommen runter. Sobald ihr den Jungle, den Jungler seht, dass der irgendwo auf einer anderen Lane ist, counter-junglen. Jetzt wurde ich gesehen, das ist nicht gut, wenn sie auf die Map geachtet hat. Wenn nicht, dann probiere ich hier zu gehen. Sieht auch nicht danach aus. Okay. Gleich Burn. Brauchen wir auch nicht weiterzumachen, weil es wäre dann zu heiß. Schon wieder bei. Kriegen sie aber nicht hin mit der Laterne. Ja, ist mir jetzt nicht viel gelungen. Hier. Deswegen kann ich mir auch nicht gleich Swig jetzt holen. Aber zwei Flashes sind down, meiner ist auch down, Anivias ist auch down. Das ist das Problem, aber ich werde mal gucken, ob ich Diana in der Mitte irgendwie catchen kann. So, kein Red Buff mehr, aber Rogot macht sein Zeug jetzt aufgrund dessen, dass er auf der Flash von Nidalee down ist, kann er die Level 6 töten. Das ohne Probleme. Weiß oben. Na so gut, mach das doch. Weil trollt rum. Ich counter jungle hier. So jetzt hier schnell den Blue Buff zu machen, während Anivia. Das ist nicht clever, was sie macht, muss ich sagen. Sie sieht sie, das ist das, was ich niemals verstehen werde, verstehen kann, tut mir leid. Und. Ich bin den Kommentaren mit Lack abschließen. Niemals Lack. Gott sei Dank, dass hier noch das Dings geprockt hat. Super, dass du nicht zurückgegangen wegen Trainer. Der kann doch schon lange schon Trainer kaufen. Ja, nee, er hat. Du nicht zurückgegangen, wozu auch?
Ja, aber der uns hier ganz gut eigentlich. Na, ja, tötet sie noch. Oh, nice trade. Sogar übelst gut gemacht von denen, aber richtig gut. Das war gerade extrem gut, was die gemacht haben. Gut gehuckt und dann hat er einfach 5 Millionen Schaden gemacht, aber der ist schon böse. Ja. Beide erwischt, weil wir keine Ulti hatten. Ich versuche jetzt zu counter-jungeln. Weil wird jetzt den Red Buff machen wollen. Hier sehe ich sie nicht, okay. Kommt die vielleicht von Golems zuerst? Ich warte jetzt hier auch extra, weil. Hier ist er. Was? Warum hast du nicht länger gegen den Red Buff gekämpft? Weil. Ja, weil. Normal, du meinst, ich soll ihn nur smiten, den Red Buff? Nein, warum musst du mehr HP verlieren? Verliert keine HP gegen Red Buff in der Stufe. Die hat Schild, Max. Ich habe mich extra auch noch geflasht, damit ich halt ihren Q abfange. Damit sie nicht wegkommt. Aber insgesamt war es ein Fail. Und Anivia fällt auch, das war der letzte Blue Buff, den ich hier gebe. Sinnfrei. Einfach ohne Grund das Eck procken lassen, okay, aber. So, wir haben uns jetzt gerecht. Das ist krass, sobald wir Ulti haben geht's. Ohne Ulti ist scheiße. Ja, sie hat mich jetzt auch gesehen und rennt weg. Ja, das ist aufgrund dessen, dass die Lane jetzt kam, das ist nicht der beste Move. Muss ich sagen, oh Gott, das ist richtig tanky, das gefällt mir. Ja. Yeah. Alles bitte, der Gegner noch nicht im Gage ist. Ich glaube, Diana kommt runter. Hoch. Hier sind nicht. Ich muss eigentlich oben deffen, ja. Oh, Anivia muss gecarried werden, richtig hart. Ja, das war mein Fehler, genau. Ich glaube, Diana oder Y kommt runter gerade.
Ja, Diana ist Mitte. Keiner hat ein Wort. Midlane nicht. Toplane nicht. Schon nice. Okay, die macht Ghost dann. Zu schnell, ey. Ich hasse Nidalee. Dafür kann ich den Red Buff jetzt klauen. Übelster Fail. Ja, okay, nice. Nidalee ist schwierig. Mal langsam ein bisschen auf den Dragon-Markt. Ja. Nidalee ist richtig nervig. Ich hol mir mal einen Pink. Sieht meines Erachtens auch nach AP aus, okay. Danach machen wir einen Dragon. Tötet mal den Ward. Hier werde ich jetzt Mercury, Geistersicht, solche Items gehen. Ich verstehe nicht, wieso die nicht gebetet hat, das kapiere ich nicht. Aber okay. Diana kann man töten oder macht Blue Buff oder was? Ja, ich versuche eigentlich
Nee, den brauchen wir nicht, ey. Ich bin hier alleine, ey. Gut gemacht. Da. So, was haben wir uns als nächstes? Und zwar Mercury. Ihr solltet zurückgehen, ja. Mercury und zwei Warts. Ja, das ist keine gute Wahl, also von AP, Nidalee, Toplane. Sind die alle zu squishy? Urgot sehe. Warmox, Urgot, ja gut. Das Gute ist, dass ich bei der ganzen Geschichte jedes Mal die Buffs von Y klauen kann. Und sie mir meine nicht. Jetzt kommt hier. Ja, ja, die ist tot. Ich kämpfe den Jungle von denen und nicht sie. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist das, was ich 0,0 verstehe wieder. Oh, okay. Wir haben auch gegeben. Yes! Erstes Promo-Game gewonnen. So, da sind wir nochmal in der Statistik. Ja, relativ langweiliges Game. Ich habe einfach nur rumgetrollt im Jungle, man sieht's. 1-1-3. Wir haben natürlich eine Epic Botlane gehabt, wieder mit Ezreal und Max. Wo eigentlich das ganze Geschehen auf sich abgespielt hat. Und vor allen Dingen zu unserem Gunsten, das war das Gute daran. Und Urgot hat sehr gut gespielt, Toplane, muss ich sagen. Chapeau. Hätte ich nicht gedacht. Auch gute Itemwahl. Viel Spaß im Rank, bis zum nächsten Mal.